Negativität ist nicht nur schlecht für dich und für deine Gesundheit, sondern auch Gift für andere und für dein gesamtes Umfeld, mit dem du in Kontakt trittst. In diesem Video erfährst du, warum negative Gedanken, warum Negativität nicht nur ungesund ist für dich und warum es ungesund ist, sondern auch, wie du rauskommst. Und dazu gibt es 8 Tipps später in diesem Video. Also bleib bitte dran. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn du zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Geschäftsentwicklung, ja, wenn du da Interesse daran findest, dann like gerne dieses Video, abonniere meinen Kanal, schreib einen Kommentar in eins der Videos, was dir dazu einfällt, was dich dazu ja, bewegt oder was du noch gerne wissen willst und drück auch gerne auf die Glocke, damit du in Zukunft auch Bescheid weißt, wenn ich neue Videos poste. Ich möchte dieses Video mit einem Zitat beginnen und zwar, das heißt, es ist besser, ein Optimist zu sein, der manchmal falsch liegt, als ein Pessimist, der immer recht hat. Ja, wenn du gerne immer recht hast und aber auch eine andere kritisierst, andere dich mit anderen vergleichst, in der Kritik oft bist, ja, aber nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber dir selbst, sprich, du hast Selbstzweifel, traust dich nicht voranzugehen. Du machst dir Sorgen über die Zukunft. Ja, du weißt nicht, wie du mit der aktuellen Situation umgehen sollst, was alles so noch auf uns zukommt, welche Maßnahmen noch ergriffen werden, wie du mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage, wie du dich damit zurechtfindest, was in Zukunft doch denn alles so passieren könnte, bist du einfach nicht im Vertrauen und es stresst dich einfach und du hast auch eine gewisse Angst davor, damit zu beschäftigen oder beziehungsweise ja, dir auszumalen, wie es sonst noch weitergeht, dann ist das Video genau richtig. Und ja, wenn du diese Angst, wenn du diese Negativität ausstrahlst, wenn du nicht bei dir bist, weil du Angst hast oder weil du Bedenken hast, dass du deine Seele nicht folgen darfst, dass du deinem Herzen nicht folgen darfst, weil alles zu kopflastig ist, weil dein Kopf ständig zugehämmert wird mit Informationen von außen. Und du auch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann sei dir eins bewusst, und zwar, wenn du negative Gedanken aufnimmst, dann besteht die große Gefahr, dass du diese auch ausstrahlst. Sprich, wenn du erfolgreich im Leben sein willst oder wenn du glücklich sein willst, wenn du noch auf Partnersuche bist, wenn du auf Kundensuche bist, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du diese Negativität in dir trägst, wenn du diese negativen Gedanken ausstrahlst, dann kriegst du die auch wieder zurück. Das heißt, du wirst vielleicht Menschen anziehen, die nicht so zu dir passen oder die du eigentlich gar nicht in deinem Leben willst. Im Endeffekt findet dadurch eine Entfremdung statt. Menschen merken, dass du oder du ziehst beziehungsweise ziehst du gar nicht Menschen an, weil sie merken, dass du negativ geladen bist, dass du in der Kritik bist, dass du in der Beurteilung, in der Bewertung steckst. Und das ist nicht nur, ja, das hält nicht nur Menschen davon ab, zu dir zu kommen, sondern die bei dir sind, was auch noch passieren kann, ist, die sich dann, die mit Nachricht weitergeben und andere Menschen davor warnen, andere Menschen, ja, mit dich mit sie zu ihnen zu sagen, hey, pass mal auf, der Typ da oder die ist mit Vorsicht zu genießen, weil die immer schlecht drauf ist. Also pass auf das. Als zweiter Punkt ist, sei dir bewusst, dass Negativität, negative Gedanken, negative Einstellungen dein Leben um 11 bis 15% verringert. Das haben einige wissenschaftlichen Studien, besonders von der London Universität, ergeben, dass wenn du negativ geladen bist, dass es einen negativen Effekt hat auf deine Zellen, die schneller altern. Und wenn deine Zellen schneller altern, dann bedeutet das natürlich, dass du auch schneller alterst. Also ist mit Vorsicht zu genießen in Zukunft. Ob du negativ bist oder nicht. Dann geht es auch darauf zurück, dass dein präfrontaler Kortex durch die Negativität in seiner Funktion eingedämmt wird, gehemmt wird, was dazu führt, dass deine Kreativität zurückgeht, dass deine Entscheidungsfindung zurückgeht, dass auch deine Lösungsfindung zurückgeht. Und all das brauchst du ja, um ja, neue Ideen zu entwickeln. Oder auch Lösungen zu finden für die Probleme, die du aktuell noch hast, weil sonst wärst du ja nicht in der Negativität und würdest du auch nicht das Video anschauen. Und zu guter Letzt, beziehungsweise zu schlechter Letzt, was natürlich diese
Negativität auch dazu führt und diesen Stress, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist, dass sich dein Körper übersäuert. Was bedeutet Übersäuerung? Übersäuerung heißt einfach, dass dein Körper einen pH-Wert von unter 5,5 hat und wenn dies eintritt, oder 7,5 hat, oder ich habe es jetzt verwechselt, aber egal. Und zu guter Letzt ist auch darauf zu achten, dass dein Körper, oder beziehungsweise nicht zu guter Letzt, sondern eher schlechtenfalls, ist darauf zu achten, dass dein Körper übersäuert wird durch deine Negativität, durch deinen Stress, durch die Angst. Und Übersäuerung, vielleicht weißt du das, ist eine der Ursachen oder eine der Hauptursachen, warum es zu Krankheiten kommen kann, warum es zu Gefäßkrankheiten führt, warum es zu allen möglichen, warum dein Immunsystem geschwächt wird. Es kann auch zu Gelenkproblemen kommen oder auch zu nervlichen Geschichten führen. Deswegen sei vorsichtig in Zukunft, dein Körper, wenn du im Stress bist, dass du immer wieder es schaffst, ihn basisch zu behandeln. Genug geredet von der Negativität, jetzt weißt du die Gründe, jetzt weißt du auch die Theorie dahinter, warum es gefährlich ist, negativ zu denken. Allerdings ist es auf der anderen Seite auch möglich, da wieder rauszukommen, deinen inneren Frieden zu finden, die Dinge so zu tun und Situationen zu finden, die dich positiv stimmen und die dich ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben, aber auch ein glückliches und reiches Leben führen lassen. Und dazu nenne ich dir gleich ein paar Tipps. Allerdings vorher noch, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass du dieses Negative nicht abwertest, sondern dieses Negative auch als Geschenk, als Test hinnimmst und dir sagst, ich kann da rauskommen, ich weiß, wie ich reingekommen bin, also weiß ich auch wieder, wie ich rauskomme. Und mir ging es genauso. Ich habe lange Zeit damit verbracht, mir mein Leben immer schlecht zu machen. Ich war durch und durch pessimistisch. Aber warum ich pessimistisch war, war ganz einfach, weil ich keinen Plan hatte. Ich wusste nicht, wo mein Leben hingehen soll. Ich hatte keine Ahnung, was ich noch anfangen soll. Ich wusste innerlich, dass doch irgendwas ist, was ich befriedigen darf, was ich anschauen darf, was ich entwickeln darf. Aber ich hatte keine Ahnung, wie. Und dank eines konkreten Planes, dank eines simplen, klaren Prozesses habe ich wieder zurückgefunden auf meinen Weg in Richtung Glück, in Richtung Zufriedenheit, in Richtung Reichtum, nicht nur im finanziellen Sinn, sondern im übergeordneten Sinn, dass ich wieder zu dem werde oder zu dem bin, zu dem ich wirklich geschaffen bin, was ich noch in meinem Leben als erreichen will. Und dafür gebe ich dir jetzt ein paar Tipps hier, schon noch ganz kurz, ob ich nicht schon zu weit zu viel geredet habe. Zum einen ist es ganz wichtig, dass du dir deine Misserfolge anschaust und sagst, jeder Mensch hat Misserfolge. Die besten Menschen, die erfolgreichsten Menschen leben von ihren Misserfolgen. Sie reifen durch ihre Misserfolge. Und wie machen sie das? Indem sie sich die richtigen Fragen stellen. Sie schauen sich an, was ist gut gelaufen? Was habe ich trotz dieses Misserfolges, trotz dieses schlechten Ergebnisses oder unbefriedigenden Ergebnisses, was habe ich richtig gemacht? Was kann ich besser machen? Was kann ich daraus lernen? Und wenn ich selber nicht weiterkomme, brauche ich Hilfe. Das ist auch ganz wichtig, dass du diese Bescheidenheit zeigst, diesen Demut zeigst, dass auch jemand anders dir helfen kann. Du musst nicht immer alles selber machen. Als zweiter Punkt ist ein falscher Fokus. Ein falscher Fokus auf das, was du wirklich willst, sondern was du denkst, dass andere von dir wollen. Und dass du anschaust, dass du dir analysierst, dass du überanalysierst, was eigentlich deine Außenwelt von dir denken könnte. Aber sei dir da bewusst, wirklich interessiert es niemanden, was du eigentlich machst, sondern weil die meisten Menschen eigentlich selbst damit beschäftigt sind, was ihr Leben betrifft, was ihre Kinder machen, was ihre Berufswelt, was ihre Privatsphäre betrifft. Das ist ihr Hauptaugenmerk, das sie betrachten und nicht, was du machst, was du erzählst. Also sei es bewusst, dass alles relativ unwichtig ist, was du machst. Fokussiere dich auf das, was dir am Herzen liegt, was dir gefällt. Und dann wirst du auch entsprechend andere Leute damit helfen können und inspirieren können. Als dritter Punkt ist ganz wichtig zu schauen, was sind deine Gedanken? Auch um zum ersten Punkt zurückzugehen, was hat dein Misserfolg eigentlich verursacht? Welche Gedanken stecken dahinter? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du dabei gedacht? Was steckt hinter diesem Gefühl, hinter diesen Emotionen? Und die auch zu fragen, so diesen Gedanken, wenn du auf den gekommen bist, der diese schlechte
Energie erwirkt hat, soll ich mich damit solchen wirklich ernst nehmen? Und besonders wenn du nicht in Form bist, wenn du müde bist, wenn du hungrig bist, dann geht es darum zu erkennen, dass genau in diesen Momenten eigentlich, dass du noch viel aufnahmefähiger bist für negative Energie. Und daher sei es mit Vorsicht zu genießen, lass dir auch Zeit, sei achtsam mit dir, wenn du müde bist, dann begib dich in einen Ruhezustand, meditiere, mach ein Nickerchen, geh nach raus, mach auch gerne, geh zurück auf mein Video, auf mein voriges Video zum Thema Positivität, wie kannst du dich positiv stimmen. Schau dir ein paar, da sind auch 10 Tipps drin, wie du da weiterkommst. Und als nächsten Punkt ist negative Quellen. Wo kommen diese negativen Gedanken her? Was ist die Ursache davon? Sind es Menschen? Sind es Webseiten? Sind es soziale Netzwerke? Sind es Zeitungen? Ist es Musik, die du dir reinziehst? Alles darfst du dich hinterfragen, weil diese ganzen, ja, es geht immer wieder Ursachenforschung zu betreiben, weil wenn du weißt, was dich wirklich antriggert, was dich mitnimmt, negativ gesehen, dann kannst du es auch beheben. Ohne die Feststellung der Ursache passiert leider nichts. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Ich nenne ihn Fliegen gegen Elefanten. Das heißt, mach nicht aus einer Fliege einen Elefant. Wenn du einen negativen Gedanken hast, wenn du dich negativ gestimmt fühlst, dann frag doch mal nach, ist dieser Punkt wirklich noch wichtig oder ist dieser Gedanke noch wichtig in 5 Wochen? Ist er noch wichtig in 5 Jahren? Ist er noch wichtig sogar vielleicht nur in 5 Tagen? Sprich, geh damit in Einklang mit diesem Gedanken, ob es wirklich ein Teil von dir ist, ob er dich weiterbringt in Zukunft oder nicht. Und das Ganze kannst du noch einfacher machen, indem du dir vorstellst, dass du, ja, wie auf Google Earth oder wie auf Google Maps, dass du dieses kleine Männchen bist, das neben dir steht. Also sprich, du kannst dich von außen betrachten, geh in die Beobachterrolle, schau an, was das mit dir macht, diese Negativität, und ob dich die wirklich weiterbringt. Und dann zoom auch mal raus und schau dir das Ganze, dieses Big Picture, schaust dir von oben an, aus der Vogelperspektive. Ist wirklich dieser kleine Gedanken, ist er jetzt wirklich wichtig und hilfreich, damit ich in Zukunft, oder dass ich in Zukunft besser werde, dass ich weitergehen kann und dass ich meine Ziele erreiche. Als 6. Punkt geht es darum, deine Ventile zu öffnen. Sprich, wenn du negative Gedanken hast, wenn du negativ gestimmt bist, dann, ja, frage Leute, spuck diese negative Identität aus, ihnen gegenüber, such dir Leute aus, die auch befähigt sind, die deiner Meinung nach auch eine dicke Haut haben, dann sind wir wieder bei dem Elefanten, haben die diese Dickhäute-Haut, dass sie auch richtig mit deinen Emotionen umgehen können und dass du sie nicht mit reinziehst. Haben sie diese, ja, diese Weisheit, sind sie reif genug, um mit deiner Emotionalität, deiner Negativität auch entsprechend umzugehen und dir auch weiterzuhelfen. Und vielleicht auch geben sie dir einen Aktionsplan, wie du aus dieser Negativität in Zukunft alleine rauskommst. Und als Unterpunkt, schreib sie auch einfach auf. Nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir auf, was diese Negativität macht, was du fühlst, was du denkst, wo sie herkommt. Und mal dir so ein Bild dadurch und schau dir an, identifiziere ich mich wirklich mit dieser Negativität oder nicht. Als 7. Punkt, sag dir mal, Moment mal, denn deine Negativität kommt dann meistens zum Vorschein, wenn du dich mit Vergangenem beschäftigst oder du denkst schon irgendwie an was Zukünftiges, sprich, du hast Zweifel, es kommen wieder irgendwelche Ängste auf, es kommen Gedanken auf, die dich eigentlich gar nicht im Moment lassen. Daher werde wieder dem Moment bewusst, atme tief ein und aus, geh vielleicht kurz eine Runde raus, mach mal gezielt eine Minute lang Atemübungen, dass du nur auf deinen Atem achtest, dass du dich gerade hinsetzt, dass du durch die Nase einatmest und ausatmest und wirklich zu dir kommst und mal nur dich fixierst auf diesen Moment, auf dieses alleinige Dasein, dass das schon eigentlich eine riesige Genugtuung ist. Und so kommst du vielleicht auch in die Dankbarkeit und sagst, alles ist gar nicht so schlecht. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass es mich noch gibt. Danke, dass ich jetzt weitergehen darf. Und danke, dass ich erkannt habe, dass eigentlich alles relativ, ja,
unschwerwiegend ist und relativ simpel ist, wieder rauszukommen. Und ja, diesen Moment auch deutlich zu leben, und dabei komme ich zu dem achten und letzten Punkt, ist, wenn du den Moment mehr erleben willst und wenn du dich mehr erleben willst, dann gilt es darum, einen Plan zu finden, dann gilt es darum, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben und so auszuleben, dass du dir sagst, jeden Moment genieße ich maximal und das passiert nur, wenn ich wirklich meine Ziele verfolge und den Weg, sprich den Prozess zu meinen Zielen, Schritt für Schritt genieße, voll bei mir bin, diesen Moment spüre, mein Herz spüre, weil ich merke, da gehe ich auf darin, das lebt meine Kreativität aus, das lebt genau meine Talente aus, meine Stärken, meine Gaben aus. Und dafür danke ich mir und da danke ich dir auch in dem Sinn fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese 8 Tipps haben dir geholfen. Abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like drunter, schreibe in die Kommentare, ob es dir geholfen hat, was es mit dir macht, was die Negativität für dich bedeutet, wie du damit umgehst. Drück auch gerne auf die Glocke, dann wirst du in Zukunft alarmiert, wenn es Neues von mir gibt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schau dir gerne auch meine anderen Videos an, weil da gibt es schon einige. Und ja, ich würde mich freuen einfach auf eine Rückmeldung von dir und hoffe, dir hat es geholfen. Bis zum nächsten Mal.